Was geht ab, meine Seefighter? Osir hier. Und heute gibt es alle Informationen zu Part 2 des dreijährigen Jubiläums im japanischen Dokkan Battle. Denn da hat Part 2 angefangen mit ein bisschen 6 Events dran, das sind genau genommen quasi 6 Events und hier gibt es alle Informationen dazu. Nämlich, wenn wir uns das Ganze angucken, ich werde auch gleich die Bilder zeigen, damit ihr genau wisst, was was ist. Und zwar sind wie gesagt 6 zusätzliche Events dazu gekommen. Und somit haben wir ein Total, ein Maximum von Part 1 und Part 2 von 33 Events. Also es ist wirklich sehr viel los, sehr viel los. Aber an der Stelle, wenn ihr die ganzen Informationen zu Part 1 nicht gesehen habt, ich werde den Link in die Beschreibung setzen, sowohl auch zu den Dokkan Reddit Seiten und Shoutout an Dokkan Reddit dann quasi natürlich an der Stelle. Da könnt ihr das Ganze dann natürlich anschauen. Anyways, dann ist quasi, ja, hier in dem Reddit Post sind die Events von 1 bis 27, das haben wir schon abgehakt im anderen Video, wie gesagt. Aber jetzt zu Part 2 haben wir zum einen das Extreme Z Awakening von Kid Gohan. Das Ganze sieht so aus, das Bild dazu. An der Stelle auch ganz wichtige Information, das Extreme Z Awakening von Gohan werden wir am Freitag im Stream machen. Diesen Freitag, heißt morgen, wäre cool, wenn ihr da vorbeischaut, ab 19 Uhr. Da gehen wir dann alles durch, die ganzen Informationen und machen die Stages dann, soweit wir kommen quasi. Und genau, das ist jetzt quasi online das Extreme Z Awakening von dem Free-to-Play-Gohan. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr den Free-to-Play-Gohan von 0 auf 100, sage ich mal, bringt auf 100%, ich habe dazu einen Guide gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen. Anyways, ein Special-Event, das Majin Buu-Event ist quasi auch zurück, das ist das Candy-Event. Hier könnt ihr quasi wieder Candy-Vegito farmen im japanischen Dokkan Battle, falls ihr Candy-Vegito nicht habt. Super Battle Road ist jetzt nun quasi während der Kampagne jeden Tag online. Wie in Global momentan. Und an der Stelle Super Battle Road. Wenn ihr da Tipps und Tricks braucht zum Team Guide oder auch mal schauen wollt, wie das Ganze funktioniert. Ich habe Tipps und Tricks, ein Team Guide zum Super Battle Road, ein ausführliches als Stream gemacht. Diesen Stream habe ich hochgeladen. Das könnt ihr euch gerne angucken. Und wir haben auch gewisse Versuche gemacht in den Streams. Das ist dann auch online, beziehungsweise wird noch online kommen. Das könnt ihr euch im Nachhinein auch gerne anschauen. Gut, das ist sehr interessant. Ein Special Event wurde angeteasert, ein Bild. Das Bild sieht so aus. 1, 2, 3, 4, 5 quasi, sie kommen. Das ist LA Ginyu. Das ist die Ginyu Force, beziehungsweise LA Ginyu nicht, sondern das ist die Ginyu Force. Man vermutet, dass es sich um Ginyu Force dreht, denn das ist ganz klar, das, was da steht im Text in Japanisch, ist auch so im Manga gekommen, als sie sie gesehen haben, oben 1, 2, 3, 4, 5, ah, sie kommen, die Ginyu Force, das ist quasi die Announce dazu. Und Spekulation ist, dass es einen anderen Weg geben wird, ein anderer Weg sein wird, LA Ginyu zu bekommen, die LA Ginyu Force. Denn wir wissen, Battlefield, eigentlich hat man sie über Battlefield bekommen, aber Battlefield war nur eine Beta-Version und das kommt wahrscheinlich nie wieder online. Deswegen muss man LA Ginyu natürlich irgendwie anders bekommen und das ist dann quasi das Special Event dazu, wird dann quasi wie, denke ich mal, wie die anderen Free-to-Play-Alias, wird man sie über Special Events, über ihr Special Event dann bekommen. Am 21. Februar wissen wir da mehr Bescheid auf jeden Fall. Und das wird dann permanent natürlich online sein. Dann, Leute, oh mein Gott, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Nämlich werden die erste Generation der Alle-Charaktere werden im japanischen Dokkan Battle alle nacheinander, beziehungsweise, nacheinander, als gefeaturten LR kommen, als gefeaturete Karte in ihrem eigenen Banner. Wir kannten das zum Beispiel, Goku Black war bei uns schon gefeatured, ja, in JP nicht, heißt er kommt in JP. Trunks war eh gefeatured, er kommt halt wieder. Gohan, LR Gohan war nie gefeatured quasi, nur in Globe mit dem Ticket Banner, aber er wird dann gefeatured kommen, im japanischen Dokkan Battle vorerst. Das Ganze wird natürlich zu uns ins Globale auch kommen. An der Stelle, wenn ihr euch fragt, wann ist denn das dreijährige Jubiläum im globalen Dokkan Battle? Anfang Juli. Anfang Juli wird das Ganze dann kommen quasi, was wir gerade abhaken. LA Gohan, LA Broly war auch bei uns und in JP auch gefeatured, er wird wiederkommen und das meine ich mit, es gibt Hoffnung. Sobald dieser Dude in Global kommt, I've got you in my sights. Sobald er dann zum dreijährigen Global kommt, wisst ihr, was dann abgeht. Dann wisst ihr, was er abgeht. Dann holen wir uns mal Jin, wie geht's dann hoffentlich. Hoffentlich. Aber ja, was man dazu hält, ja, es ist quasi, man kann sagen, it's a trap. Die beste Chance, diesen LA zu holen. LA Banner wissen, wie sie sind, muss man nicht drüber reden. Also jeder hat da wahrscheinlich seine Meinung. Wir haben gut und oft genug drüber geredet. Dann Heroes und Villains sind natürlich dann auch online quasi. Da die beiden Events werden online sein. Beziehungsweise werden sie ab dem 7. Februar Health Stamina, zur Hälfte der Stamina immer sein. Die ganzen Stages, so wie bei uns auf Global das der Fall war.
Gut, ihr habt die Daten für die Elebanner, könnt ihr euch gerne mal angucken. Sie kommen, wie gesagt, nacheinander. Könnt ihr euch gerne, ja, könnt ihr gerne mal drüber gucken, wann sie so kommen. Dann wurden zu den 33 Special Missions 6 weitere hinzugefügt. Die 6 weiteren Missionen schauen wir uns auf jeden Fall an, was da geht. Nämlich, ihr müsst irgendeine Stage in unter 3 Minuten schaffen. Dann bekommt ihr 2 Jankstones. Wenn ihr Sui, Dodoria, Sabon und Super Sabon in Extreme Sea Battle besiegt, bekommt Elder Kai Medaille, Supreme Kai Medaille, Jankstone, 2 Jankstone. Wenn ihr ein Extreme Sea Awakening macht, an der Stelle natürlich dann den Gohan, bekommt ihr 3 Jankstones. Und wenn ihr 30 der 33 3-Jahres-Jubiläum-Missionen bewältigt, bekommt ihr ein Grand Kai von jedem Typus. Wenn ihr 32 der 33 Missionen schafft, bekommt ihr 33 Dragonstones. 33 Dragonstones, Leute. Da habt ihr die Missionen, die anderen Missionen sind wie gesagt in Part 1. Der Link ist in der Beschreibung, könnt ihr euch gerne anschauen. Und das sind so die Boom-Missionen. Ja, könnt ihr euch gerne mal angucken, was ihr da so bekommt. Unter anderem, ja, Goldschacht und Dragonstone und so weiter und so fort. Müsst ihr bis zu 50 Mal schaffen, das Event von Boo. Das von Kenny Vegito. Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen uns ganz kurz noch die Informationen, die News zum Extreme Sea Awakening von Kid Gohan an. Und dann machen wir, wie gesagt, das Ganze aber im Stream. Genau, und hier sind schon die Informationen zu ihm. Den Link setze ich auch auf jeden Fall in die Beschreibung. Und zwar, wenn wir ihn erwecken, wird das Ganze so verlaufen. Wir wissen, Extreme Sea Charaktere können wir bis zu Level 140 awaken, ihre Max Level zu SA 15. Wir brauchen die Medaillen aus dem Extreme Sea Battle. Das Ganze wird so verlaufen, im Endeffekt wird sein Leader Skill zu, er gibt der Namek Arc Kategorie Ki plus 3 HP Attack und F 77%. Oder Strength Charakteren gibt er Ki plus 2 HP Attack und F 30%. Interessanter Leader Skill. Fällt vielleicht ein bisschen in der Meta momentan ein bisschen gering aus, aber es ist ein Free-to-Play-Unit und der erste quasi gute Name-Kategorie, die da. Finde ich cool. Seine Passive ändert sich dann, wenn wir das Ganze maximal ausschöpfen auf Level 140, SA 15. Bekommt er für jeden Key-Orb, den er einsammelt, Attack und F plus 13%. Und zusätzlich für jeden Rainbow-Orb, den er einsammelt, bekommt er weitere 7% und Key plus 2. Also 7% auf seinen Angriff und Key plus 2. Interessante Passive, wirklich, man kann den Free-to-Play auf 100% bringen, Free-to-Play Extreme Sea Awaken, wobei wir nicht wissen, wie schwer das ist, das werden wir dann natürlich aber sehen, wie gesagt, aber hey, Respekt, wenn das die Zukunft der Free-to-Play-Charaktere ist, dann ist das geil, dann ist auf jeden Fall willkommen. Genau, und seine Super-Attack auf Level 15 macht dann Supreme Damage und erhöht den Angriff aller Alliierten um 20%. Richtig. Level 1 bis 5 Kämpfe gegen Sui, 6 bis 10 Dodoria, 11 bis 15 Sabon, 16 bis 20 Super Sabon und ab 21 durchgehend gegen physisch Vegito. Genau. Und zwar Enemy Skills Escalation. Enemy Skills Attack und Certain Number Enemy Skills. Achso, ja, das ist das quasi von Super Battle Road. Super Battle Road, nicht Extreme Sea Awakening, dass die quasi immer stärker werden, die Gegner und gewisse Link Skills bekommen. Und genau. Und die Gegner sind schwach gegen Charaktere der Namek-Saga-Kategorie. Also wäre es geil, wenn wir ihn, den Gohan nehmen als Dealer quasi und Namek-Saga-Kategorie-Charaktere nehmen. Dann haben wir auf jeden Fall einen Top-Vorteil im Extreme Sea Battle. Aber wie gesagt, Gameplay, wie das Ganze verläuft, sehen wir dann morgen im Stream. Wäre cool, wenn ihr auf jeden Fall einschaltet ab 19 Uhr. Und hier sind quasi die Level, wie die Gegner werden. Ja, Level 1 hat der Reduced Damage Take mal 20% und so weiter und so fort. Könnt ihr euch gerne angucken. Es ist wirklich sehr viel gelistet und wir sehen schon, es sind 78 Level. Und in jedem Level hat der Gegner quasi was anderes. Das könnt ihr gucken. Manchmal ist er immun gegen, dass man seinen Angriff senken kann, Verteidigung. Manchmal hat er Reduced Damage von 40% und so weiter und so fort. Aber es gibt, wie gesagt, 78 Sages und darüber hinaus, aber von 1 bis 78 bekommen wir Preise. Ihr seht, wir bekommen keine Dragonstones, aber was wir bekommen sind natürlich die Awakening-Medaillen. Aber oh mein Gott, das sind alles Orbs, Jungs. Das sind alles Orbs, die wir holen können. Das sind tonnenweise Orbs. 210 Tech-Small-Orbs, bla bla, das benutzt die ganze Zeit. Also das ist dann willkommen, um Orbs zu farmen, ja, statt diesen Daily Orbs Farming da, wo man nur ein paar bekommt, kann man hier richtig abstauben, darauf freue ich mich auch auf jeden Fall. Genau, und Extreme Sea Awakening von Kid Gohan hat dann noch seine eigene Mission, wenn ihn einmal Extreme Sea Awakening, wissen, Extreme Sea Awakening. slow down, muss man ja
immer Step by Step machen, schrittweise. Und jedes Mal, wenn ihr das macht, bekommt ihr einen Jankson. Und wenn ihr dann auf SEC 15 bekommt, bekommt ihr einen Elder Kai. Und das sind dann quasi die Missionen von dem Part 2 Event. Genau, Leute, ich hoffe, das Video hat euch dennoch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch alles näher bringen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.